Hallo liebe Katl- und Werkelfans. Es ist jetzt da circa ein Monat her, wo wir das letzte Video gemacht haben und das hat auch einen Grund. Circa Anfang September haben so 400-500 österreichische YouTuber eine E-Mail gekriegt von der RTR. Das ist quasi eine österreichische Behörde, die Rundfunk und Telekom reguliert. Und in letzter Zeit ist es halt so, dass Social Media Geschichten immer mehr populär werden und die ebenfalls reguliert werden müssen. Es gibt seit Mitte des Jahres eine EU-Richtlinie, die jetzt irgendwann im Juli fertig geworden ist. Und das Gesetz in Österreich ist im Prinzip jetzt oder wird mit Ende August, Anfang September, wird das mehr oder weniger vollzogen. Jetzt am Anfang ist es noch so, dass das Aufklärungscharakter hat und später dann je nach Übertretungsmaß von dem Ganzen natürlich auch bestraft werden kann. Für das lese ich euch jetzt einmal das Rundschreiben vor. Das betrifft jetzt hauptsächlich einmal österreichische YouTuber. In Deutschland schaut die Geschichte ein bisschen anders aus, aber im Grunde gilt natürlich die EU-Richtlinie auch für Deutschland. Das heißt, ihr müsst euch da selber informieren. Es ist nicht so, dass YouTube keine Spielregeln hat vom Gesetz her. Das Problem ist, es kennt nur keiner. Und wenn keiner die Spielregeln kennt, kannst du das auch nicht einhalten. Das ist natürlich blöd, ne? Und ich habe jetzt da circa einen Monat mehr oder weniger intensiv andere Videos angeschaut und ich kann euch sagen, 99% von den Videos, die jetzt keine Firma sind und privat sind, mehr oder weniger, machen Gesetzesübertretungen. Und zwar teilweise recht ordentlich. Ich lese euch das jetzt mal vor. Also, Informationsschreiben für YouTuber und Social Media Anbieter. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kommunikationsbehörde Austria, kurz Com Austria, ist die österreichische Regulierungsbehörde für elektronische Audiomedien und elektronische audiovisuelle Medien. Sollten Sie noch nicht volljährig sein, so würden wir empfehlen, dieses Schreiben den Eltern oder den gesetzlichen Vertretern zu übergeben. Wir dürfen Sie darüber informieren, dass in Österreich sogenannte Anbieter von Mediendiensten auf Abruf ihre Tätigkeit spätestens 2 Wochen vor Aufnahme bei der Com Austria anzuzeigen haben. Die gesetzliche Grundlage hierzu findet sich in § 9 Absatz 1 Audiovisuelle Mediendienste Gesetz, kurz AMDG. Und um das Ganze geht es eigentlich. Es gibt ein Gesetz, das im Prinzip Social Media Videos, hauptsächlich jetzt einmal, reguliert. So, jetzt sehe ich bei euch Fragezeichen und gehe mal davon aus, dass kein Mensch von euch das gewusst hat. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass die Social Media Videos im Prinzip immer mehr fernsehähnlich werden und dadurch auch das Werbethema relevanter wird. Und da liegt eigentlich die Krux bei der Sache. Jeder, der YouTube-Werbung macht, beim Partnerprogramm dabei ist, die Voraussetzungen von Google YouTube hat, also 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime, und wenn du Werbung schaltest, im Prinzip machst du das kommerziell und spürst eigentlich, machst du dann eine Gesetzesübertretung, wenn du nicht gemeldet bist, beziehungsweise wenn du dann keine Firma bist eigentlich. Ne? Ich lese mal weiter. Es ist möglich, dass Ihr YouTube- oder Social-Media-Kanal einen solchen Abrufdienst darstellt und Sie damit Abrufdiensteanbieter sind. Das betrifft jetzt nicht nur YouTube. YouTube wird im Prinzip stellvertretend hergenommen, weil es die größte Videoplattform ist. Es betrifft alle Social-Media-Plattformen, wo ihr Videos posten könnt. Das heißt, für die Leute, die nur Konsumenten sind jetzt da, die da jetzt gerade zuschauen, ihr könnt es weiterzappen, es kommen sicher andere Videos auch noch. Für die Leute, die Content Creator sind, Videos machen, posten, möglicherweise sogar Werbung verdienen damit, die sollten besser aufpassen jetzt da. Im Grunde gibt es, damit es identifiziert werden kann, ob du dort reinfällst oder nicht, gibt es mehr oder weniger 6 Punkte. Erstens, der Dienst muss eine Dienstleistung darstellen. Dieser Begriff ist weit zu verstehen und setzt in der Regel eine kommerzielle Verwertung bzw. eine gewerbliche Tätigkeit voraus, wobei Gewinnabsicht nicht erforderlich ist. Das bedeutet aber auch, dass jene, die einen Social Media Kanal als reines Hobby ohne kommerzielle Kommunikation betreiben, nicht erfasst sind. So, aktives Aufatmen. Ne? Das Problem ist allerdings das, wenn Sie eine Werbung schaltet, dann gilt der erste Punkt nicht mehr und ihr betreibt kommerzielle Kommunikation, das heißt, ihr kriegt Geld für Werbung,
Und ihr seid verantwortlich für die Werbung, die auf euren Kanal ausgestreut wird. Und damit wird es schwierig. Zweiter Punkt. Der Anbieter muss die redaktionelle Verantwortung für den Dienst innehaben. Das heißt, der das online stellt, ist eigentlich verantwortlich für das, was er online stellt, wie er das zusammenschneidet, was für Inhalte das sind. Also, zweiter Punkt, ist einmal klar erfüllt bei allen, die die Videos selbstständig hochladen. Drittens, Vorliegen eines eigenständig nutzbaren Videoangebots kann auch nur hinsichtlich einer Subdomain vorliegen, bei dem die Bereitstellung von Videos den Hauptzweck bildet. Natürlich ist der Hauptzweck von einer Videoplattform Videos und nachdem das auf YouTube hochgeladen wird, ist im Prinzip auch der dritte Punkt erfüllt. Viertens, die Inhalte des Dienstes müssen fernsehähnlich sein. Das ist jetzt ein relativ weiter Begriff. Im Grunde gibt es auf der RTR-Seite ein Merkblatt bzw. FAQs, wo da genau beschrieben ist, was für ein Raum man zählt für die Fernsehähnlichkeit. Man kann es einmal grob und schnell sagen, wenn man keine Let's Play-Shows macht oder keine Schminkshows, ist der Rest fernsehähnlich. Also die Ausnahmen sind relativ dünn. Jegliche Formate, die es regelmäßig im Fernsehen zum Sehen gibt, fallen unter den Punkt ein und damit ist normalerweise das Standardvideo, das so du und ich anschauen, fernsehähnlich. Das heißt, der Punkt ist genauso erfüllt. Genauere Daten noch und die Links und die ganzen Geschichten, gesetzliche Grundlagen für österreichische YouTuber, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ihr solltet euch das auf alle Fälle durchlesen, bevor das böse Erwachen kommt. Warum sie uns jetzt auch geschrieben haben, ist jetzt noch nicht genau bekannt. Ich kriege eine Rückmeldung an und für sich. Mir erfüllen weder die 1000 Abonnenten Grenze für YouTube zum Werbung schalten. Möglicherweise ist es eine Pauschal-Aussendung gewesen. Man weiß es nicht genau. Es hat auf alle Fälle mehrere Chargen gegeben an Empfänger. Also sind nicht alle auf einmal angeschrieben worden. Es ist blockweise ausgesendet worden und das wird natürlich jetzt abgehandelt und die Rückmeldung könnte ein wenig dauern. Fünftens, der Dienst muss über ein elektronisches Kommunikationsnetz angeboten werden. Internet, ne? Also das heißt, der Punkt ist auch einmal grundsätzlich erfüllt. Sechstens, der Dienst muss an die Allgemeinheit gerichtet sein, das heißt nicht nur für eingeschränkten Nutzerkreis, sondern im Prinzip für alle. Ebenfalls leicht erfüllbar. Ne? Es gibt dann noch andere Punkte, also damit es noch zutrifft, muss man auf alle Fälle den Wohnsitz oder den Sitz der Tätigkeit in Österreich haben, beziehungsweise im europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, für einen Europäer, der im Prinzip solche Videos macht, gelten je nach Land ähnliche Bestimmungen. Manche Staaten sind in der Umsetzung noch nicht so weit oder haben feinere Regelungen oder ein bisschen andere Regelungen. Es macht auf alle Fälle Sinn, wenn Sie euch da informiert. Und es ist auf alle Fälle, das Thema ist kompliziert und es mischen sehr viele Gesetze dort mit. Interessant ist auf alle Fälle das FAQ-Bladl von der RTR. Da steht es noch ein bisschen detaillierter drinnen. Ich habe da zufällig noch, es ist kein Kriterium, wie viele Abonnenten das man hat, wenn man grundsätzlich die 6 Punkte erfüllt, fällt man dort schon mal rein. Das heißt, man hat dann andere Verpflichtungen, man muss das dann melden. In dem Fall bei der RTR in Österreich, der überprüft es dann, ob du dort wirklich reinfällst oder nicht. Wenn ja, zieht andere Sachen einfach mit. Das heißt, machst du das jetzt gewerblich, ist das jetzt nicht das große Thema. Machst du das jetzt schon länger, wird es ein Thema, weil es dann die 2-Wochen-Frist ja quasi übersehen hast zur Meldung. Und du aber eigentlich schon Werbung kassiert hast. Als Firma hast du theoretisch die Möglichkeit, dass du eine zusätzliche Gewerbeberechtigung, Rundfunk, Telekommunikation anmeldest. Dann bist du in der Branche quasi drinnen und musst eine Meldung an die RTR machen, die dann ab einer gewissen Umsatzgröße natürlich Gebühren verlangt. Machst du das privat und hast kein Gewerbe angemeldet und kassierst schon Werbung und wirst als audiovisueller Mediendienst auf Abruf qualifiziert, kann es sein, dass du eine Strafe einfängst, je nach Schwere und Umfang von dem ganzen Geschichtel, beziehungsweise mit der Meldung an die RTR geht es auch Richtung Gewerbe und musst dort ein Gewerbe anmelden
und da zieht sich das dann in die Richtung weiter. Ne? Es ist zum Thema Dienstleistung, das ist eigentlich der erste Punkt noch. Im Grunde steht da in der FAQ-Bladl drinnen, der Abrufdienst ist eigentlich nur dann einer, wenn er alle 6 Punkte im Prinzip erfüllt, auch die Dienstleistung. So, wenn du keine Werbung schaltest, dann schaut es schon mal nicht so schlecht aus. Wenn du allerdings Schleichwerbung machst, oder versteckte Werbung oder Produktplatzierung, dann bewegst du dich wieder in einer Grauzone. Da ist es ja das Problem, wie viel das dann ist. Die Mitarbeiter von der RTR werden das dann im Prinzip überprüfen und einen Bescheid ausstellen, mehr oder weniger. Rein private, schlecht gemachte Videos fallen normalerweise nicht dort rein, weil es nicht fernsehähnlich sind. Allerdings, wenn die Vermarktung zum Beispiel über das YouTube-Partnerprogramm erfolgt, ist das ein Indiz für das Vorliegen einer Dienstleistungseigenschaft. Was ich euch vorher gesagt habe. Ne? Wenn ihr YouTube-Werbung schalten lasst, kriegt ihr im Prinzip für euren Dienst gezahlt. Ihr hostet quasi Videos auf YouTube mit dem Zweck, dass ihr Werbung verdienen könnt, unter anderem. Damit schaut die Geschichte ein bisschen anders aus. Ne? Jetzt ist es allerdings so, wie gesagt, die Umsetzung von dem Ganzen dauert ein bisschen. Wir waren zufällig unter den 400-500 Angeschriebenen einmal dabei. Und solange ich nicht weiß, was da jetzt retour kommt, gibt es ja keine Videos. Das heißt, entweder haben wir in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht, was wir noch nicht gewusst haben, weil, wie gesagt, Spielregeln kannst du nur einhalten, wenn du weißt, dass es welche gibt. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht sauber machen wollen. Allerdings musst du zuerst einmal wissen, wo das Problem liegt. Ne? Und ich habe auch noch einmal mit den Damen und Herren telefoniert. Und es ist tatsächlich so, dass das sehr viel Aufwand ist. Ne? Es wird im Prinzip jeder Fall einzeln beurteilt. Es gibt übrigens auf der RTR-Seite, beziehungsweise ich verlinke es euch unten dann in der Beschreibung, gibt es zwei relativ gute Videos. Welche Inhalte fallen einmal grundsätzlich dort rein? Das war eigentlich schon voriges Jahr. Es hat voriges Jahr also ein Meeting gegeben, wo das einmal in einem relativ kleinen Kreis publik gemacht worden ist. Und wie gesagt, momentan ist es ein Aufklärungscharakter, ohne dass jetzt großartig wilde Strafen verhängt werden, außer man übertreibt es scheinbar. Der Strafrahmen vor dem Vergehen geht bis zu 4.000 Euro. Wenn man sich allerdings die Videos anschaut von der RTR, es ist noch nie so hoch gestraft worden. Das heißt, es wird Einzelfall beurteilt. Und es gibt noch ein zweites Video, das recht interessant ist. Da geht es um die Werbe, um das Werbethema, um die Werbeformen an sich. Und das sage ich eins, wenn ihr euch das ausschaut, das dauert so 35 Minuten. Man kann eine Kurzvariante im Prinzip aus der Einleitung hernehmen. Allerdings, wenn ihr die 35 Minuten anschaut, dann werden euch einmal die Augen aufgehen. Und wie gesagt, ich habe jetzt circa einen Monat lang relativ intensiv Videos angeschaut. Bei anderen auch, beim Gartenthema, bei anderen Do-it-yourself und Hobbygeschichten und was weiß ich. Auch österreichische. Und ihr fällt alle da Vollgas rein. Voll. Vor allem die, es gibt, also im Gartenthema, eine Handvoll österreichische Kanäle, die über 1000, über 2000 Abonnenten haben, die das relativ groß machen und die aber nicht gelistet sind. Das heißt, und die natürlich auch angeschrieben worden sind normalerweise. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, okay, ihr könnt eine Stellungnahme abgeben. Da wäre die Frist 30.09. gewesen. Ihr könnt es ignorieren. Ich meine, das steht jetzt jedem frei, wie er da wirklich tut. Oder ihr könnt es, also Stellungnahme ja, und ihr könnt auch selber reagieren, schaut euch eure Videos selber nochmal durch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fällt in irgendeiner Richtung ein, ist es jetzt einmal geschickter, ihr nehmt die betreffenden Videos auf privat, nehmt es offline, wurscht wie viele Aufrufe das hat. Die Aufrufe werden natürlich dann wieder abgezählt von euren Gesamtaufrufe. Tut das weg, ihr werdet euch möglicherweise einiges an Ärger ersparen. Das Problem ist allerdings das, die RTR-Behörde hat teilweise schon Stichproben genommen, also im letzten Monat, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vorher. Man weiß es nicht genau. Das ganze Video, was ich da jetzt mache, soll eigentlich, das soll einen Aufklärungscharakter haben.
Das soll jetzt keine Verurteilung sein, das, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das muss jeder sein eigenes Bild machen. Und ihr könnt das natürlich unten kommentieren, waren wir sogar recht, ihr könnt das teilen. Ich hätte jetzt noch keine Videos gefunden, die das Thema behandeln eigentlich, die relativ frisch sind. Eins ist halt auch klar, wenn ihr depperte Kommentare reinschreibt, die dementsprechend eine breite Wirkung hätten, die wäre ich ganz normal löschen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ihr kennt kreative Kritik im Prinzip einschreiben, die bleibt dann, so wie sie ist. Aber Hassgeschichten, das könnt ihr vergessen. Soviel zu dem Thema. Es gibt auf der RTR-Seite, wie gesagt, das FAQ, es gibt noch ein Merkblattl. Ihr findet das Ganze eigentlich unter rtr.at. Unter dem Punkt, wo ist das, Medien- und Mediendiensteanbieter bzw. Betreiberservice und darunter gibt es Social Media Channels. Da ist das ganze Zeug drinnen. Durchaus interessante Geschichten, die man so eigentlich nicht kennt und die durchaus wert sind, dass man sich durchliest und ein bisschen auf den eigenen Inhalt einmal reflektiert, was da los ist. Wie gesagt, man kann sich einiges an Ärger ersparen. Wenn ihr euch gar nicht auskennt, ruft einfach dort an, sagt, okay, ihr betreibt den und den Kanal mit dem und den Inhalt, die helfen euch einmal für sich weiter. Die sind sehr kompetent bei den Fragen und dadurch kann man sich dann im Prinzip relativ rasch ein eigenes Bild machen, ob man ein bisschen reagieren muss oder ob man ein bisschen zurückhaltender sein muss oder was auch immer noch hat. Ne? Das war es jetzt einmal von meiner Seite. Also schreibt es unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, ob ihr auch schon betroffen seid. Und wie gesagt, es betrifft nicht nur YouTube, es betrifft alle Plattformen, wo ihr Videos posten könnt. Instagram ist natürlich ganz heikel. Wenn ihr schon Richtung Influencer geht, solltet ihr euch da grundsätzlich gut informieren. Ihr seid da meistens gewerbemäßig unterwegs und dadurch fällt ihr voll in die 6 Punkte rein. Ja, so schaut es einmal aus. Ich glaube, ich habe alles gesagt momentan. Danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Wenn euch das interessiert hat, weil es halt auch mal kein Gartenvideo war, sondern doch ein wichtiges Anliegen eigentlich. Bei uns ist es jetzt auf alle Fälle so, ich werde zwar weiterhin Videos machen, also es gibt Material, es gibt auch vom zweiten Garten noch Material. Wir haben mittlerweile ein Hügelbeet gemacht, das ist schon relativ cool geworden, aber das Video an sich, ich warte mal auf die Entscheidung bzw. auf das Feedback von der RTR-Behörde ab und erst dann werde ich Videos weiter veröffentlichen. Und das Thema ist auf alle Fälle wert, dass man sie einliest. Und es ist nicht so, so wie überall eigentlich. YouTube ist kein werbefreier, kein rechtsfreier Raum, so, sondern es gelten dort natürlich auch Spielregeln. Also in dem Sinne, danke fürs Anschauen, gebt einen Daumen auf, wenn euch das taugt hat, abonniert unseren Kanal, bleibt gesund. Bis zum nächsten, hoffentlich werbefreien, sauberen, gesetzestreuen Video.